Moin, meine Lieben. Erstmal vorweg, Betty, ich find's super. Ehrlich, guck mal hier. Alles toll, alles super, alles toll, tausend. Die damit jetzt nichts anfangen können, ich hatte gestern ein Treffen mit der lieben Betty und die hat sich um meine Haare gekümmert und da wird es noch ein Video zu geben, wo ich aber sagen muss, dass wir beide sehr kaputt waren. Und ich glaube, das konnte man auch sehen. Wenn man beim Friseur sitzt, dann ist man immer so mit seinem Gesicht beschäftigt und ich glaube, ich habe ganz schön fertig ausgesehen. Und Betty hat ja zum Glück noch ein bisschen was erzählt. Und naja, also es ist sicherlich interessant. Ich habe es noch nicht gesehen. Es lädt gerade hoch. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, auf jeden Fall kann sie das offensichtlich. Also sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um Spitzenschneiden und sowas alles geht. Und ich bereue es nicht, mich in deine Hände begeben zu haben. Und vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das kam gestern nicht so richtig rüber und das möchte ich jetzt gerne nochmal sagen. Und an die, die sich für die Tönung interessiert hatten, ich hatte die ja im Hall vorgestellt, die ist toll geworden, finde ich. Ich habe auch Betty gefragt, die hat gesagt, ist eine schöne Farbe, also ich bin super happy zufrieden. Die liebe Betty hat mir meine Haare so ein bisschen angeglichen, sage ich jetzt mal. Das war ja sehr fransig, weil ich mir diese roten Strähnchen zwischendurch gemacht hatte und sowas. Das sah eigentlich schon mehr aus wie Ombre her jetzt nach unten hin. Und ich kann euch das jetzt nicht so direkt zeigen, glaube ich, oder? Kann man da irgendwas sehen? Unten fehlt jetzt die Spitze und sie fallen jetzt richtig gesund und glänzend und sowas. Und da bin ich wirklich happy drum. Danke, danke, danke. Super. So, und ich wollte euch jetzt einfach ein paar Sachen zeigen, die ich mir noch gekauft hatte. Einen Tag vorher, bevor die liebe Betty da war. Und da kam es nicht mehr zum Haul drehen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache das hier gerade. Hier sieht es aus wie Chaos. Und muss noch sagen, ich habe Betty vergessen, dir eine Maske zu geben, die ich extra mitgekauft habe. Da komme ich jetzt gleich noch drauf. Habe ich eben gedacht, ach nee. Aber wir haben wirklich, wir haben versucht, so viele Sachen in diesen einen halben, ja, einen halben Tag kann man eigentlich sagen, reinzupacken, dass das schon ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Ja, und von daher. Du siehst, die Seite ist gängiger. Da ist auch noch ein bisschen was von der Welle drin, die du mir gestern gezaubert hast. Aber die rechte Seite, die ist halt einfach, ne? Die sträubt sich. Ja, Betty hat mir Bändchen mitgebracht. Das andere ich jetzt oben, weil du mir gesagt hattest, ich sollte mir nachts einen Zopf machen. Das ist aber irgendwie rausgegangen offensichtlich, die Bändchen. Die zwei habe ich hier, das andere liegt oben neben meinem Bett. Und die finde ich total niedlich, werde sie aber wahrscheinlich ums Handgelenk tragen, weil meine Haare da rausrutschen. Die sind jetzt so gesund, dass die keinen Halt mehr haben. Wir können das ja gerne mal so probieren, aber ich glaube, ihr werdet gleich staunen, weil ganz schnell das wieder. Wisst ihr, da ist keine richtige Spannung drin. Also irgendwie, naja. Heute sind die Haare ja noch ordentlich, deswegen lassen wir sie jetzt mal so. So, Haul. Erstmal etwas Unspektakuläres. Beim Rossmann hatten sie die Perlodent Aktischmelz Med mit künstlichem Zahnschmelz rausgeschmissen. Da habe ich mir zweimal Zahnpasta mitgenommen. Die haben so eine schöne praktische Größe. Auch dann wieder für die Reiserei. Es kommt normalerweise kommt mir alles entgegen. Gerade die Zahnpasta. Tuben. Ja, so, klappt. Das war jetzt ein gezieltes Entgegenkommen. Das ist eine schöne Größe, die gut ins Kosmetik-Täschchen passt und sowas. Und die hat dann 40 Cent gekostet für 75 Milliliter. Finde ich gut. Schmeckt sehr frisch. Und wer die noch ergattern kann, würde ich sagen, nehmt sie mit, dann macht ihr nichts falsch. So, kann ich das nämlich jetzt schon mal wegschmeißen. Wie gesagt, eine hat ausprobiert, eine als Backup, damit Schatzi auch in den Genuss kommt. So, wo stelle ich das denn da hin? Für die, die sich interessieren, was ich heute drauf habe, Betty hat mich überredet, ein bisschen dunkler zu tragen. Ich habe erst den Kiko in der Farbe 06 drauf, den ich mal für 3,90 oder sowas gekauft hatte. Der hatte vorher irgendwie 7, 8 € gekostet. Und weil sie sagt, ich sollte ruhig kräftigere Farben tragen, das sagen ja einige von euch. Aber in der Praxis sieht das immer ein bisschen anders aus. Und den Essence XXXL Shine, den ich von Lamuna bekommen habe. Und der ist relativ rot und in Kombination sah der jetzt, also ich finde, sieht jetzt wieder natürlich aus, oder? Mal schauen, ja. Also ganz tolle Kombination, werde ich mir zusammen weglegen, weil das werde ich öfter so tragen, das gefällt mir. So. Bin schon voll außer Atem. Wie geht's weiter?
Das ist mein Schätzchen. Das habe ich noch nicht probiert. Das hat mir Betty mitgebracht als kleines Leckerli. Multifrucht von Alnatura. Da bin ich mal total gespannt drauf. Weil das natürlich ein richtiger Bio-Kick ist. Alnatura Multifruchtschnitten. Einige von euch essen sowas ja. Und ich habe damit noch gar keine Erfahrung gemacht. Für mich muss ja immer die Schokolade herhalten. Und das ist hoffentlich mal eine Alternative dazu. Und bin ich mal gespannt. Sind ein bisschen weich. Ich habe gerade einen Cappuccino getrunken, deswegen probiere ich jetzt keins. Das wird jetzt nicht so gut passen. Dann habe ich von der lieben Betty noch von Lush eine Haarkur bekommen. Jetzt habe ich das, ich wollte das eigentlich noch gegoogelt haben vorher. R&B hat sie drauf geschrieben, R&B. kann ich jetzt nicht besonders viel zu sagen, außer dass es total klasse riecht. Duftet. Sehr intensiv, sehr schwer, sehr blumig und Betty sagt, das macht ein ganz tolles Haarfinish und ist richtig schön. Meine Haare sind jetzt so schön, weil er gestern noch Kokosöl reingemacht hat. Ja, ja. Ja, hat mich richtig verwöhnt. Und sie hatte, bevor sie das Kokosöl reingemacht hatte, hatte sie mir eine Feuchtigkeits-Zwei-Phasen-Sprühkur drauf gemacht von Alverde DM. Kann ich euch jetzt den Preis nicht zu sagen, aber die hat so lecker geduftet. Ich sage, oh, was ist das denn? Und dann sagt sie, oh, kann ich ja auch hier lassen. Ich sage, ja, tu das. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, also es steht ja drauf, Aloe Vera wird jetzt nicht besonders riechen und Hibiskus eben. Und duftet total lecker. Oh, Vorgebrauchsmittel. Habe ich nicht gemacht. Aber das fand ich total klasse, durfte ich dann behalten. Und dann hat sie mir noch den milden Augen-Make-up-Entferner Calendula von Alverde mitgebracht. Der ist aber, ich habe den jetzt gestern Abend nicht benutzt. Oh, das ist so spät geworden gestern. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Ich war zu müde, um noch, ich habe dir, glaube ich, noch einen Link geschickt, aber nichts mehr dazu. Und dann bin ich echt ins Bett gefallen. Und heute Morgen rief mich meine ganz früh an. Ah, ich denke, nein, ich habe ja gedacht, ich könnte wenigstens ausschlafen. Aber nein, musste gearbeitet werden. Ja, ich bin nämlich ein bisschen irritiert, denn dieser Augen-Make-up-Entferner sieht aus wie eine Reinigungslotion. Calendula an sich ist ja Ringelblume, ist ja eine leckere, ein leckerer Duft, ja. Riecht auch leicht medizinisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Muss ich, ja, ausprobieren, dann was sagen. Und dann gab es noch was für die Nase. Und zwar Prices London. Ich dachte erst, das wäre eine Seife, weil das sah irgendwie so seifig aus. Ist aber eine Kerze mit einem, da geht es gleich wieder die Wolke hier hoch, mit einem total herben Duft. Ich bin nicht so gut im Duft erkennen. Ich kann euch nicht sagen, was. Wir haben gestern beide noch gerätselt, was da alles drin sein könnte. Auf jeden Fall motzt schon mal die Verpackung. Das sieht schon mal richtig toll aus. Und die Idee mit dem Verreisen und Mitnehmen ist auch super. Ansonsten kann ich mir das auch gut in der Wäscheabteilung vorstellen. Wenn das nicht doch vielleicht fast schon ein bisschen so dolle dann ist, dass das in die Klamotten einzieht und dass man losgeht und danach duftet. Weiß ja nicht, ob das so gedacht ist. Ja, und um noch was fürs Herz. Ich habe noch die Kakaomousse bekommen. Und heute wird sie wahrscheinlich dran glauben müssen. So, das waren die ganzen schönen Tollheiten hier. Ja, das war das. Den mache ich nachher. Dann kommt es jetzt zum Häulchen. Ja, das kommt dahin. Moment. Ja, spektakuläre Sachen sind es nicht, aber so zwei, drei schöne Sachen. Eine kleine Empfehlung von mir, noch eine Entdeckung. Sind doch schöne Sachen, doch. Sind auch schöne Sachen bei. Das habe ich gehabt. Das waren die Geschenke, genau. Ich war bei Rossmann. Die hatten wieder Angebotswochen. Und ich wollte hin, weil 30% auf alle Mascaras waren und habe dann festgestellt, dass unser Rossmann kein L'Oreal hat. Also auch keine Manga für Sunnykind. Ja, das war's dann. Daraufhin habe ich mir dann aber zwei andere billige mitgenommen. Und ich wollte mir so ein Doppelpack mitnehmen, hier aus dieser Masterpiece-Geschichte. Maybelline war das, glaube ich. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, habe es stehen lassen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir immer gedacht, ich kann ja zur Not bis heute noch hinfahren und konnte mich jetzt eigentlich nicht entscheiden. Dadurch, dass ich jetzt auch nochmal zwei neue habe und ja auch noch relativ andere. An Aufbrauchen denke ich da schon gar nicht mehr, sondern nur an Weiterverwenden und dann schauen wir mal. Dann bin ich jedenfalls trotz allem zu Rossmann gegangen. Da wusste ich ja noch nicht, dass sie keinen Manga haben würden für mich. Und habe das Isana Wohlfühlbad Golden Glamour mitgenommen.
Und jetzt gucke ich einmal gerade, es soll Kirschblütenextrakt sein. Ich bin da ganz happy drum, dass die das dazu geschrieben haben, denn ich hätte diesen Duft nicht identifizieren können. Der ist auf jeden Fall total angenehm und ich hätte jetzt eher gedacht, dass das so diese klassische Honig-Milch-Kombination ist oder sowas. Voll lecker jedenfalls. Ich habe es jetzt noch nicht gebraucht. Sind auch so kleine Goldnuggets vorne drauf. Halt, weil es ist auch eine Limited Edition mit Glycerin. Hieß es nicht immer, Glycerin wäre schlecht. Ich habe da draußen so ein paar Mädels, die sich mit sowas auskennen. Ich kann mich daran erinnern, als es in den 90ern irgendwann hieß, Labello mache süchtig, dass die alle auf Glycerin rumgehackt haben. Und dass Glycerin überall drin wäre, das erstmal geschmeidig machen würde, aber es eigentlich im Nachhinein stärker austrocknen würde. Dann ist doch das hier eigentlich, ja, nicht so gut, oder? Das ist doch dann, wenn es mit Glycerin ist, dann habe ich im ersten Moment das Gefühl, boah, klasse, und dann im Nachhinein schrubbert es mir die Beine weg oder so. Also da wäre ich mal sehr interessiert dran, was ihr dazu sagt. Glycerin halt, stell es mal dahin, weil das echt Platz wegnimmt, das Ding. Und die hatte ich kürzlich schon mal in der Hand und dann wieder hingestellt. Das war die Isana Creme Dusche Maracuja Kokos. Kokos, Entschuldigung. Die war jetzt im Moment, die kostete übrigens 99 Cent anstatt 1,29, glaube ich. War auch im Moment, wie gesagt, war ein Angebotsvorrang. Und die hier statt 69 Cent, glaube ich, 49. Und das riecht wirklich schön hell. Also es passt halt gut hier auch zu meiner Farbe. Ich habe ja dieses durchsichtige Seifenspenderchen und da ist es schön, wenn da jetzt nicht unbedingt blau drin ist oder sowas. Und deswegen gucke ich auch mal nach der Farbe und das war eine schöne, angenehme Geschichte. Nehme es natürlich auch als Duschgel, aber vor allen Dingen erstmal als Seife. Und da ist im Moment die Mandarine drin von Alverde, die habe ich aber gestern Betty mitgegeben und ich bin den Duft so schnell leid geworden. Ich habe den 3 oder 4 Tage benutzt hier und kann jetzt schon eigentlich wechseln. Also das ging sehr fix. Bin ich überrascht. So, stellen wir das da hin. Dann hatte ich, nun weiß ich nicht mehr, wer es war. Nadine Beller. Nadine Beller hat jetzt übrigens auch einen Kanal. Guckt da mal vorbei. War sie das? Schreib mir drunter, wenn du dich erkannt fühlst. Irgendeiner von euch hat sich den Deo-Roller von Nivea gekauft und zwar in der Bezeichnung Happy Time und die riecht nach Orange. So, und da ich ja im letzten Jahr Grapefruit hatte, hier ist auch noch irgendwo ein, ne, habe ich aufgebraucht, ist alle, und Citrus, einen Deo-Roll an, also ich habe auch mal einen Roll-On, aber Citrus habe ich auch tüchtig benutzt, könnt ihr sehen. Granatapfel hängt bei mir hier im Dings wie Blei. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Fühle ich mich nicht erfrischt, fühle ich mich irgendwie doof mit. Vielleicht wird es jetzt besser, keine Ahnung. Mein absoluter Liebling, den ich als Pumpzerstäuber habe und in klein für die Handtasche und in groß ist ja das CD-Deo-Spray Wasserlilie. Und das ist eigentlich mein absoluter Favorite, aber der kostet ja meist nur um die 3 Euro und dann immer extra auf ein Angebot zu warten und so. Ich kaufe nicht so gern diese Standardartikel dann auf Vorrat ein, weil dann, ich mache keinen Spaß. Und deswegen habe ich einfach mal geguckt nach einem neuen Duft und habe dann gedacht, schnupper dir das hier mal an von der Orange. Und kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich nämlich noch am Überlegen bin, ob es mir gefällt oder nicht. Ich habe es jetzt seit vorgestern und bin noch so ein bisschen unschlüssig. Ich habe mir gleichzeitig dann noch, weil ich unschlüssig war, war aber im Moment bei Edeka auf 1,35 mit, deswegen habe ich es auch dann mitgenommen. Das gibt es nämlich nicht überall als Pft-Spray. Das gab es vor allem als Deo-Roller und ich mag einfach dieses erfrischende Gefühl von dem Pft. Ich mag dieses Klebrige von dem Roller nicht, aber naja. Dusch das Traumland, das war dann bei 1,11 Euro, glaube ich, oder sowas, auch bei Edeka im Moment. Die hatten wohl irgendwelche Angebote. Sinnlicher Duft, angeblich 48 Stunden, aber da sagen wir jetzt mal nichts zu. Seid ihr auch mehrfach Sprüher bestimmt, ne? Also immer, die Wirkung ist vielleicht noch da, aber man macht es ja auch wegen des Duftes, finde ich, dass man sich zwischendurch nochmal einsprüht. Und wie gesagt, ich bin nicht so gut im Duft beschreiben. Und das ist trotzdem irgendwie so samtig oder sowas. Ich könnte euch nicht sagen, das ist echt blöd. Könnt ihr das nicht mal draufschreiben? Reagiert übrigens aktiv auf die Veränderung der Körpertemperatur. So können sie sich den ganzen Tag wie frisch geduscht fühlen.
Bauch gut schütteln. Ich vergesse das Schütteln immer. Naja, sagte ich. Einfach mal schnuppern. Du störst Traumland. Dann Fußbad. Die hatten bei Rossmann auch diese Krabbelkörbchen-Aktionen, diese Krabbelkörbchen-Dinger, überall 20%. Und deswegen kostete so ein Tütchen mit Fußbad nur noch 20 Cent. Das kostet also offensichtlich 30. Und da habe ich mir dann auch nochmal Feuchttücher fürs Auto mitgenommen. Baby Dream Feuchttücher, 20 Stück. Da habe ich ausschließlich darauf geachtet, dass ich eine kleine Packung mit möglichst vielen Tüchern kriege und einfach so für zwischendurch mal zum Abwaschen oder so. Kann euch gar nicht sagen. Ich denke mal, Baby Dream, das wird... Ich mag es auch noch nicht aufmachen. Ich weiß nicht, wie schnell das dann sich aufbraucht und wieder trocken wird. Aber es riecht nach Aloe Vera und Kamillenextrakt. Ist für Babys. Wird nicht schlecht riechen, denke ich mal. Auch nicht aufdringlich. Ja, dann Zahnbürsten. Wie gesagt, habe ich einen Zahnpastaknall. Da müssen auch die Bürsten hier. Da achte ich mal drauf, dass da nicht so viel Gedönsel drauf ist und dass es ein schmales Bürstenköpfchen ist, damit du bis nach ganz hinten kommst. Die sind ja auch relativ günstig. So, und dann habe ich halt, wie gesagt, noch zweimal die Maske mitgenommen. Ich habe heute so eine brüchige Stimme. Wir haben gestern so viel gesabbelt. Ich bin heute, weiß ich auch nicht, ganz viel genießt habe ich heute. Haben wir uns gestern einen weggeholt. Das ist die Rivaloop Frische Kick Maske mit fruchtigem Limettenextrakt. Ach, guck mal, ich habe die einfach nur so mitgenommen wegen Frische Kick, fand ich cool. Weil da, ach guck mal, da sind Eiswürfelchen drauf mit Kaffeebohnen drin. Limettenextrakt und Aloe Vera versorgt ihre Haut mit einem erfrischenden Feuchtigkeitsschub. Koffein regt den Stoffwechsel und die Durchblutung der Haut an. Ach, das ist ja gar nicht gut für mich. Kriege ich ja noch rotere Haut. Hyaluronsäure lässt die Haut wieder praller und glatter erscheinen. Panthenol unterstützt den Erholungsprozess der Haut. Ihre Haut sieht frisch und erholt aus. Da muss ich jetzt mal überlegen, ob das dann so gut ist. Also alles andere. Ich finde Hyaluron toll, ich finde Limette toll. Kaffee eigentlich auch, aber regt die Durchblutung der Haut an. Ich habe doch eh schon so Schwierigkeiten mit den geplatzten Äderchen. Da muss ich mal überlegen. Naja, jetzt, ich werde sie für dich auch bewahren fürs nächste Mal, weil die war für dich gekauft und sollst du die auch haben. So. Dann gehen wir noch weiter. Wie gesagt, Mascara 30%. Ich habe mich dann da überall durchgewurschtelt und beim letzten Mal 30% hatte ich auch schon 3 Stück mitgenommen und ich muss mir mal ein bisschen näher angucken, was ich da mal so kaufe, weil ich laufe jetzt inzwischen Gefahr, die Sachen auch doppelt zu kaufen. Und bin dann hängen geblieben bei der Rival de Loop Young Geschichte. Geht euch das auch so? Die haben ja jetzt die neue Theke. Dass ihr total erschlagen seid. Klar, jetzt bin ich natürlich nicht das Publikum, das sie damit anziehen und ansprechen möchten. Aber das ist jetzt durch das Pink und das Neon, sehe ich ja kaum die Produkte noch. Also jetzt nicht wegen Sehfehler oder sowas, nicht wörtlich zu verstehen, sondern eher, das ist jetzt so too much irgendwie. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, vor allen Dingen in unterschiedlichen Altersstufen und sowas. Es ist ja so schon sehr anziehend, aber ich muss sagen, so von L'Oreal dann dieses Gediegene gefällt mir auch ganz gut. So, da habe ich dann den Superstar gekauft. Die sind beide 2,29 normalerweise und jetzt 1,60. Plus mehr Schweinchen. Superstar XXL Volume Mascara. Also ich mag es ja gerne, wenn es fette Bürstchen sind. Die extra große 2-Zonen-Bürste umhüllt dank seiner patentierten... Seiner? Warum denn nicht? Ihre? Fehler, ne? Die extra große 2-Zonen-Bürste umhüllt dank seiner patentierten Faseranordnung. Ist doch dank ihrer. Jede einzelne Wimper ganz ohne zu verkleben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ein Must-Have für glamouröse Wimpern. Schreibe ich gleich mal hin bei Facebook. Klugscheißer-Modus anmachen. Ne? Und einen unwiderstehlichen Augenaufschlag. Habe ich drauf heute allerdings in Kombination mit der anderen. In Kombination gefallen sie mir ganz gut. Ne? Blinze, blinze. Habe mich auch heute ein bisschen ausgetobt. Sage ich gleich noch was zu. Ja. Weil die Cam immer so viel Farbe schluckt, habe ich gedacht, ich mache heute mal richtig doll. Also bevor ich jetzt in den Supermarkt gehe, würde ich mir das wieder runternehmen. Das Bürstchen ist noch interessant. So, das ist ein Hammerbürstchen. Seht ihr das? Also das ist richtig toll. Ist natürlich viel Produkt drauf. Wen das stört, ich meine, war ja nun nicht so teuer, kann man das Produkt ruhig abstreifen oder in Tempo oder sowas, also ist schon doll.
Im Vergleich zum Auge ist es sehr schön groß, seht ihr. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, die unteren Wimpern damit zu tuschen, aber da habe ich ja andere Mascaras, die dann besser in die... Und so hatte ich gerade gesagt. Und von daher, dann kann man das ja so ein bisschen... Ich habe die eh sowieso, also die, die mir momentan am besten gefallen, die stehen jetzt hier. Und da probiere ich mich immer so durch und da ist immer irgendeine mit bei, wo ich dann auch die unteren mitmachen könnte. Die nächste ist dann Power Effect Extra Volume Mascara. Da steht dann nicht so furchtbar viel drauf. Auch von Rivale Yup Yang, wie gesagt. Die innovative Zweikugelbürste und die spezielle Volumentextur verleihen den Wimpern einen Fake Lashes Effekt für atemberaubende Wimpern und einen perfekten Augenaufschlag. Bin für den Augenaufschlag nicht ich verantwortlich. Ja, da ist das Bürstchen so geformt wie eine Welle. Und jetzt sag doch mal bitte, ist das nicht genau die Bürstenform von irgendeiner angesagten teuren um die 13 Euro? Also da doch bitte mal auch einen Kommentar unten rein, wer das Gefühl hat, dass er diese Bürste schon mal gesehen hat. Also es sind praktisch diese zwei verschiedenen Abstufungen und man kann das eben so abrollen oder sowas. Ist gerade zu Haarmascara geworden. Ja, also ich finde die jetzt nicht schlecht. Die macht nicht das Dicke macht halt die fette Bürste und die macht dann mehr so, ne, das Definiertere. In Kombination gefallen die mir gut, würde ich jetzt so für einen kleinen Hausgebrauch dann weiterempfehlen. Haut mich nicht, wenn sie euch nicht gefällt. Es gibt ja viele, die mögen dieses Papsige nicht so, ne? So, und dann habe ich gekorkt und ich glaube, das ist eine LE. Also wenn euch das gefällt, jetzt schnell hin. Und zwar hat Rivale Yup Yang offensichtlich die LE Color Breeze und ich habe da ein 3 Color Press Powder ergattern können. In der Farbe 01 Sunny Day, verleiht leichte Sonnenbräune im Gesicht und Dekolleté. Sehr viel mehr schreiben die dann auch nicht drauf. Ist die einzige Farbe, die es gibt. Jetzt mache ich das mal auf und ich finde... hier haben sie es schon schön geschrieben, hier in der Mitte ist ein mattes Puder. Da haben wir den Sonnenpuder praktisch, den Bronzer. Und hier dann, der Bronzer ist matt. Mal gucken, warte mal. Machen wir hier. So. Kratz, kratz. Kratz, kratz, kratz. Der Bronzer ist matt. Und nicht zu dunkel, wie ich finde. Ich habe es auch drauf. Bin jetzt sehr plakativ, also jetzt je nachdem, was bei euch rüberkommt. Und dann gibt es eben noch den Highlighter dazu. So, den hatte ich jetzt oben als, also wenn man da so tüchtig drauf drückt, ist es natürlich krümelig. Den hatte ich als Highlighter hier oben drüber und dazu muss ich euch gleich was sagen. So, schön, ne? Setzt euch den nochmal daneben. Da würde ich jetzt sagen, 2,99 absoluter Oberschnapper. Ich bin jetzt inzwischen ja von meinen Backups abgegangen. Also den würde ich mir höchstens als Backup kaufen, weil ich Angst hätte, dass der kaputt geht. Denn aufbrauchen tut man sowas ja nicht. Davon bin ich inzwischen ab. Also ich bin dafür, Backups zu kaufen für Mascara, wenn sie eintrocknet vielleicht. Oder Make-up wird ja auch relativ häufig gewechselt, ne? Lippenstifte auf jeden Fall. Aber sowas hier wie Puder oder so ein Backup braucht man nicht, glaube ich nicht. So, und jetzt ist mir was aufgefallen. Und zwar habe ich dann ja den Schein hier oben hingesetzt als Highlighter. Kann man vielleicht sehen. In der Mitte, ich habe das schon wieder weggepackt, Moment. In der Mitte dann den Color Tattoo 24 Stunden in Permanent Taupe. Das ist ja so eine beliebte Farbe bei euch allen. Und deswegen habe ich dann gesagt, muss ich auch haben. Habe ich mir den aus Friesland letztes Jahr geholt. Und benutze ihn kaum. Habe heute gedacht, ach komm, mach mal. Also Permanent Taupe. Einmal da. Ganz matt, deswegen ist er bei sehr vielen sehr beliebt. Habe ich mir unten drunter noch gesetzt, das war mir aber zu wenig. Da habe ich dann irgendeinen anderen, kann ich euch jetzt gar nicht sagen was, irgendwas Dunkles. Das Dunkelgrünes habe ich sogar genommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so unten drunter hatten sie ja alle gesagt, ist ja der Forever Intense Eyeshadow von P2 so toll. Dieses MAC Dupe, wo Mrs. Fabulous rausgefunden hat, dass es halt ein MAC Dupe ist. Und den habe ich ja in der Farbe 020, Just As You Are. Ich glaube, es ist sogar direkt das Dupe. Und ich bin so bunt gerade, Moment. Nun schaut mal, also ich habe es eben nur auf dem Auge gesehen. Weil da hatte ich ja nun oben schon den Highlighter und dann habe ich den da drunter gesetzt. Und jetzt geht es darum, das ist ja das Dupe zu dem MAC. Und das
hier scheint mir ein Dupe zu sein zu dem, also absolut oberähnlich. Ich mache es jetzt aber das erste Mal auf den Handrücken. Das habe ich jetzt eben noch nicht gemacht. Ich habe es nur auf dem Lid gesehen, dass die sich unheimlich ähneln. Ist natürlich, also auf dem Lid sind die sich total ähnlich. Das überrascht mich jetzt. So sieht das eigentlich ein bisschen bräunlicher und das aprikotfarbener aus. Aber also wer mit dem liebäugelt und sagt, nee, 3 Euro will ich jetzt nicht ausgeben, der kann auch durchaus den anderen nehmen. Der hat natürlich einen Glanz, ist klar, aber das hat der andere ja auch, der erste. Und der ist auf jeden Fall gut damit bedient. Also für mich ein Daumen hoch für diese günstige Puderkombination. Finde ich toll. Ja. Betty stand da auch vor, hat sie gestern erzählt. Hier sehen die jetzt gar nicht. Ich swatch die mal einmal so durch. Moment. Na hier, das Verblenden macht's, ne? So. So, da seht ihr hier nochmal den MAC-Dupe und hier den Billig-Dupe zum P2 praktisch. Von der Rival de Loup-Geschichte. Das war es da auch an dekorativer Kosmetik. Aber das habe ich eben gerade noch so festgestellt. Und ja, das ist jetzt also nur eine Kombination aus dem hier, dem anderen Highlighter und dem Taubton, den ich euch gerade gezeigt habe von Tattoo Dingster Bumster. Wer ist das, Kalle? L'Oreal? Muss mal 50-50 Chance eines... Nee, Maybelline. Von L'Oreal gibt es nämlich auch so ein paar welche, aber ja. Diese 24-Stunden-Dinger schwören ja alle drauf. Da habe ich auch noch so einen Bronzeton oder sowas, aber das war wieder sowas, nicht drüber nachgedacht, musste ich haben, Prinzessin bling bling, aber in der Anwendung bei mir, nö. Wahrscheinlich schon 10 Jahre zu viel drüber oder sowas. Deswegen Mädels, benutzt Lidschatten, solange ihr noch könnt, solange ihr noch eine gute Leinwand habt. Achso, und was ich dazu noch sagen wollte, ich denke, mit welchem Pinsel machst du das denn? Und habe ja nun mal eine kleine Auswahl hier von Stelfita. Und bin darauf gekommen, den zu nehmen aus der ganz neuen Kollektion. Da ist jetzt gerade ein Haar von mir oben drüber, Entschuldigung. So, und damit kann ich nämlich ganz toll, das ist ganz super. Und mit dem Schmalen hier so in die Ecken rein und so. Perfekt. Also, das ist die perfekte Pinselkollektion für diesen Puder oder andersrum, der Puder für die Kollektion. So, das war jetzt der Haul, was das angeht. Vorher war ich noch im Famila, da hatten sie nämlich einen Büchergrabbelkorb und der stand unter dem Oberlicht. Ich stand da mir, es war so warm und habe mich dann durchgewuselt durch die ganzen Bücher und habe nichts gefunden. Das waren bestimmt 300 Bücher oder sowas und ich habe nichts gefunden, nur den Gedankenleser von Domian hätte ich gerne mitgenommen. Und habe ich nachher gedacht, nee, ich probiere es jetzt mal damit. So, habe dann selektiert, damit ich nicht alles auf einmal und sowas. Ja, daneben stand nämlich, dann hatte ich erst gar nicht hingeguckt, ich dachte, das wären CDs und CDs höre ich nicht mehr so. Da waren das alles Hörbücher, da war da so ein großer Karton, so mit 4 oder 5 so langen Reihen mit Hörbüchern. Und da konnte ich natürlich auch erstmal suchen, ne? Also da waren auch tolle Sachen bei. Dann ein Charles Roche, der hatte dann, ihr kennt bestimmt Feuchtgebiete, wie er seins genannt hat, weiß ich jetzt nicht, aber es klang sehr ähnlich und Charles Roche auf Charlotte Roche und dann stand da drüber, wir Männer können es ekliger. Da habe ich gedacht, ne, also wir hatten damals mal das Hörbuch gekauft von Charlotte Roche und hatten uns das aber nicht durchgelesen. Männer hatte das mitgenommen und ich gucke ihn an, wir hatten es im Auto gehört und er sagt, das stand da hinten alles nicht drauf, also Charlotte Roche wurde ja praktisch gezielt gekauft, wer sich dafür interessiert hat. Und Männer hat das einfach nur so mitgenommen und hat sich gedacht, ach, Hörbuch klingt lustig, nimmst du mal mit. Das war voll daneben. Wir haben es auch nicht zu Ende gehört. Inzwischen gibt es ja sogar den Film, aber habe ich auch keinen Trailer und nichts, weil das ist too much. Ja, und dann hat er halt gesagt, so Männer können ekliger. Und habe ich gedacht, nee, musst du jetzt auch nicht unbedingt haben. Und habe dann lustigerweise eine Folge, also eine Doppelfolge ist auch nicht, eine Serie praktisch, in dem Metier, was ich gerne lese, ja, lese normalerweise mit Elfenkönigen und sowas, also ne, eine geheimnisvolle Liebe bedroht von einer mystischen Parallelwelt, heißt Gegen das Sommerlicht, wer sich jetzt dafür interessiert, von Melissa Marr, wen das interessiert, der gibt das dann einfach mal ein, die anderen, die das nicht interessiert, wenn ich das jetzt alles vorlese, ist ja langweilig dann. Wiebke Puls ist Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele und wurde vielfach für ihre schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Das vielleicht gelesen hat es jetzt nicht so schön. Also ich bin im Moment dabei und habe das in meinem Auto. Ich höre gar keine Musik mehr. Ich freue mich jetzt immer darauf, Auto zu fahren.
Und unten drunter schreibt die Washington Post noch unwiderstehlich, die Leser werden um eine Fortsetzung betteln. Und da ist nämlich das Witzige, dass die, geht aber fix heute das Gesabbel hier, für alle Ewigkeit, auch wieder gelesen von Wiebke Puls. Und da habe ich gedacht, Wiebke Puls hast du eben schon mal gelesen. Und da ist das allen Ernstes die, der Nachfolger, der zweite Teil praktisch zu der hier. Also wenn ich damit durch bin, dann kann ich mich auf den zweiten Teil freuen. Und die erste CD, da sind 4 CDs drin, kosteten 14,90 reduziert auf 2,99. Und diese hier kostete sogar 19,90 reduziert auf 2,99. Und da ist man doch erstmal mit bedient. Dann habe ich einen Zettel gesehen. Das muss ich euch mitbringen, weil über den Spruch habe ich mich ja schon wieder mindestens einen Gang lang aufgeregt. Für Haar, das bis zu 10 Jahre jünger aussieht. Was ist das denn jetzt bitte schön wieder für eine Information? Haare wachsen durch, hier unten ist das älteste Haar und so weiter. Haar, das 10 Jahre gealtert ist, sieht, glaube ich, sehr strohig aus. Sehr lang, sehr ungepflegt. Ich weiß es nicht. Also das ist wieder, und jetzt steht da auch noch repariert, Schäden von 2 Jahren in 2 Minuten Keratin-Repair. Von Pantene ist das. Davon habe ich das Shampoo zum Testen. Ich habe mir gar nicht angeguckt, von wem das ist. Da habe ich doch den Rossmann-Test gewonnen. Das habe ich sozusagen in der Benutzung und das ist mir jetzt nicht so ins Auge gesprungen. Aber dieser Spruch, der hat mich halt so furchtbar geärgert. Ach, guck mal, deswegen sagen die das. Also dann ist hier ein kleines Sternchen und dann steht bei dem Sternchen als Fußnote, bei Verwendung von Anti-Age-Shampoo, Pflegespülung und der haarverdickenden Intensivpflege werden bestehende Haare vorübergehend durch eine Beschichtung verdickt. Ne? Oh, das war es gerade mit meinem Sternchen. Gibt es auch noch eine Story zu, aber die werdet ihr dann irgendwo entdecken in unseren Videos. Ja, ja, wir machen demnächst einen Doppelkanal, Fab40s. Ne? Oder Fabulous40s oder irgendwie sowas. Irgendwas. Ne, Betty, da fällt uns schon irgendwas ein. Fab40 hat sie ja schon. Geht ja eigentlich nicht. Ob der anders geschrieben oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Hat Spaß gemacht. Wenn es auch sehr unkontrolliert war und sehr aufgedreht. Nehmen wir nächstes Mal vorher Baldrian, wird das ein bisschen strukturierter. Wir üben ja noch. Also da habe ich mich tierisch aufgeregt über diesen Spruch, deswegen, ich hätte mir sonst aufgeschrieben, aber da stand zum Glück dieser Aufsteller mit den Zettelchen und da habe ich dann gedacht, okay, nimmst du mit, da sagst du mal ein paar Worte zu. Habe ich jetzt hiermit getan. Ich hatte noch gerade was anderes. Vielleicht habe ich alles schon durch. Dann waren Betty, ach so, ja, hier gleich. Betty und ich waren gestern noch bei Ella. Oh, jetzt habe ich meinen Fluorid vergessen, der liegt noch drüben. Ich habe mir einen kleinen Bruchsteinfluorid gekauft und ich brauchte zum Laden noch Hämatitsteinchen und Bergkristallsteinchen. Das ist dann auch sowas wie weiße T-Shirts. Es macht keinen Spaß, die Sachen zu kaufen, aber es ist halt sinnvoll und nützlich. Muss ich jetzt noch reinigen, aufladen und ja. Aber ich habe es endlich, also die werden praktisch für andere Steine benutzt, um sie dann aufzuladen und das ist praktisch so wie so ein Akku für euer Handy oder so. Ja. Das dazu. Hier so nach und nach verschwinden hier mal das Ganze. Jetzt habe ich da auch kein Bändchen mehr. Jetzt habe ich nur noch das. Hatte ich hier eben noch ein lilafarbenes? Ich habe hier einen Bändchenfresser irgendwo. Ja, na gut. Weiter. Ich denke gerade an Tilla, die immer sagt, kein Sunny-Video ohne Haarfummelei. Und sie hat recht. Ist mir nachher mal aufgefallen. Hast recht. Ja, dann kommen wir dahin. Ich war bei Ernstings Family noch drin. Und konnte da nicht dran vorbei. Da stand ein ganzer Aufsteller mit so kleinen, das sind diese Gießdinger. Da machst du hinten, also steckst du in den Topf und dann kannst du hinten durch die Öffnung Wasser reinfüllen und durch dieses Ton, durch den Ton, der ist ja wasserdurchlässig, gibt dieses Stängelchen praktisch nach und nach Wasser ab und dann kannst du, ja, dann ist das immer wohlgenährt, das Blümchen und sowas. So, kostete 1,50 und ich hätte am liebsten die ganzen Batterien mitgenommen, aber die gefiel mir jetzt am allerbesten. Fand ich so süß. Ja, wird dann noch, ne? Ah, da ist der Fluorid. Das ist noch der Fluorid, das ist ein Regenbogenfluorid und der gefiel mir so gut in dem Laden, weil es war gestern sehr sonnig und da konnte man genau hier oben,
konnte man richtig durchgucken. Also ein Regenbogenfluorid daher, weil es immer eine Kombination aus Farben ist. Fluorid gibt es sonst auch einfarbig. Ich habe auch einen gelben. Der sieht aus wie ein Campino, weil der geschliffen ist. Aber ich fand das, ja, jetzt von hier aus kann man, also doch, vielleicht könnt ihr es sehen. Genau da ist dieser Punkt, wo man dann durchgucken kann. Ja, nicht richtig durchgucken, wie durch ein, ne? Ganz durchsichtig, durch ein Bergkristall oder sowas. Aber da ist dann eben auch einmal lila und da ist lila und sowas. Und ja, und da ist ja auch noch so ein bisschen lila und so. Also ich glaube fast, ich gehe noch mal hin und hole mir noch ein paar davon. Die finde ich toll. Ja, wer Schwierigkeiten mit Zähnen hat, der ist damit auch gut bedient. Und diese Rohsteine kann man ja super als Wassersteine nehmen. Ja. Gehört aber zu dem anderen Haul. Ich habe dann noch die mitgenommen. Die waren nicht so süß. Die gab es auch noch in Suppentassen bzw. in Milchkaffeetassen. Die sind mir aber zu groß. Und die hier ist schön, die ist schön, ne? Die gefiel mir gut. Und die haben so Herz, die Tassen. Die andere Tasse, die ich habe, die mag ich gar nicht so gerne, weil die hat nicht so, die ist nicht so. Da ist der Funke nicht so übergesprungen. Es war halt einfach nur eine Eulentasse. Ne? Und das ist eine Eulentasse. Ja, und die war, obwohl sie nicht mal reduziert war, für 2 Euro zu haben. Und ich freue mich darauf, die jetzt waschen zu können und endlich benutzen zu können, weil das ein richtig ordentlicher Pott ist. Und das mit meinem Cappuccino ist natürlich klasse. Ja. Ja, und so merkt man, wie so langsam das ganze Geld verschwindet. Ne? Abends habe ich gedacht, wo ist sein Schein geblieben? Schein war weg und alles nur so kleine Pipifax-Dinger, weil ich in verschiedenen Läden war. Noch ein bisschen was zu schnaschen gekauft, noch ein bisschen Säckchen und sowas, alles für Besuch eingekauft und sowas. Wupp weg. Und der größte Teil ist weggegangen für Blumen. Ich habe ganz viele Petunien gekauft und sowas. Ja, das staunt man. Also dann rubbel die Katze, ist die Kohle weg. Ne? Und geschenkt bekommen habe ich von meinen Eltern dieses Buch. Das hatte ich mir gewünscht. Und zwar ist das für alle, die jetzt auch auf Heilsteine stehen, das ist der Steinschlüssel. Und da bin ich kürzlich durch Zufall drauf gekommen. Das Buch kostet normalerweise 20 Euro. Und ich habe es bei eBay bekommen, dann beziehungsweise meine Eltern haben es dann bekommen, für 1 Euro plus Versand. Und das finde ich natürlich herrlich. Das, also es gab 2 Auktionen, das andere ist für über 3 Euro weggegangen und meine Eltern hatten dann echt Glück. Und langer Rede, kurzer Sinn, das lese ich euch jetzt einmal vor, weil ich das schlecht erklären kann. Ist super aufgemacht. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht so viel drin gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man das jetzt, warte mal, kann man das so ein bisschen sehen? Gleich kommt der Erklärungsteil hier. So, da. Also richtig schön. Ne? Da kann ich euch gerade was zum Fluorid dann sagen, ja. Jetzt habe ich ja bunte Finger. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Der Fluorid, den ich euch gerade gezeigt habe, gibt es sogar in vielen verschiedenen Farben. Ja, sogar orange. Guck mal, ich habe ja einen gelben, wie gesagt, und den hier auch in geschliffen und sowas. Am schönsten sind die aus Illinois, meist als weiße, blau, lila oder grün-lila Spaltoktaeder, wie 2 an der Basis zusammengeklebte Pyramiden, eventuell mit farbgebenden Beimischungen und oder Pyrit-Einschlüssen. Pyrit ist, glaube ich, das Goldene, ne? Eventuell, golden glänzend wie Weihnachtsflitter, da haben wir es direkt. Wirkungen. Er fördert allgemein das Erkennen, mentale Muster werden bewusst wahrgenommen, er eignet sich prima zum Meditieren, wenn Sie kreativ arbeiten, Werbung, Modebranche, Forschung und lässt keine Ruhe, bis man glaubt zu wissen, was hinter den Decken Dingen steckt. Naja. Solange wechselt er ständig seine Farbe und nach jeder Beschäftigung mit ihm noch einmal. Für mich ja ein kleines Wunderwerk. Auf jeden Fall finde ich den geil, weil der so durchscheint ist. Das ist so schön, wenn ihr das jetzt sehen könntet. So, und es gibt wohl auch einen weißen Fluorid. Da frage ich mich, wie die das immer unterscheiden. Gestern bei Ella haben wir einen weißen, durchsichtigen Stein gesehen, wo ich nachher gesagt habe, woher weiß man jetzt, dass das kein Bergkristall ist. Also das sind so Sachen, die werde ich wohl nie verstehen. War irgendwie mit D. Ich konnte mir den Namen nicht merken und habe immer gesagt, dumm geschossen. Das war immer mit DU, DU. So, weißer Fluorid. Dieser Stein wirkt physisch bei Osteoporose gut mit Koralle zusammen, wenn sie auch die betroffene Region aufgelegt werden. Oder sie stellen ein Elixier aus roter Koralle und weißem Fluorid separat her, dass sie erst nach Fertigstellung zusammenmixen und von dem sie dann 4 bis 5 Tropfen dreimal täglich einnehmen. Charakter und Motto, das finde ich süß. Sie haben zu jedem Stein, den sie hier erklären, unten drunter ein Charakter und Motto. Erkenne dich selbst. Brrr. Also wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Hier Goldfluss zum Beispiel, alles im Fluss, okay, da hätte man drauf kommen können. Schreiben übrigens oben, Fluss mit Doppel-S, ist ja ein schnelles S und unten alles im Fluss.
Ich habe da echt einen Knall, wenn ich irgendwas lese. Also mit dem scharfen S nennen, glaube ich mal. Also ich nenne es SZ. So, und dann zum Beispiel beim Flint, Kieselstein, der Magier. Oder Falkenauge. Nicht interessant, geht gleich die Cam aus. Von hier oben sieht vieles ganz anders aus. Oder Feuerachat, die Flamme. Also ich finde das richtig, richtig toll. Diamant, was heißt du denn? Wolf im Wolfspelz. Ist ja cool. Naja, also das sind wirklich so Dioptas, der Psychotherapeut. Disteen, habe ich gestern ein ganz tolles Armband gesehen. Hier und jetzt. Dolomit, der Masseur. Also das sind richtig tolle Sachen drin. Jetzt lese ich euch das einmal noch ganz kurz vor und dann... Ne? Der Steinschlüssel ist ein Kurs in Edelsteinheilkunde. So wie Sophia Sienko hat das Buch geschrieben, das sie sich gewünscht hat. Sophia Sienko hat das Buch geschrieben, das sie sich gewünscht hat, aber nirgends finden konnte, als sie anfing, sich mit Edelsteinen zu beschäftigen. Und sie warnt den Leser, dieses Buch macht süchtig nach Steinen. Ich weiß vorher schon, es kann nur schlimmer werden. Es informiert umfassend, aber nicht abgehoben, einfach, sachlich und eingängig über Edelsteine mit allem drumherum, wie sie zu reinigen, auf den Benutzer einzustimmen, die spezielle Schwingung freizusetzen, mit ihnen zu heilen und vieles mehr. Der Steinschlüssel spiegelt ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Heilsteinen wider und beantwortet die vielen Fragen, die ihr auf Seminaren immer wieder von Ratsuchenden gestellt wurden. Die Faszination, die Edelsteine auf uns ausüben, ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Überlegt mal, früher, die haben immer alle Amulette getragen und sowas, das haben sie auch nicht nur als Deko gemacht. So ein Höhlenmensch war doch Deko egal. Ne? Jetzt kommt mir nicht mit Höhlenmalerei, das hat doch nichts mit Deko zu tun. Vielleicht, weil Edelsteine Energien zum Anfassen sind. Jeder Heilstein ist reine Schwingung, verpackt in eine besondere Gitterstruktur. Nach dem Lesen dieses Buches werden Sie Ihre Steine und Mineralien viel besser verstehen und Farbe, Form, ich kann mich dann verstehen, Farbe, Form, Größe, Härte, Transparenz, Dichte und Ausstrahlung als Produkt der typischen, nur diesem Stein eigenen, wunderschön verpackten Schwingung deuten können. Etwa 100 der meistgebrauchten Edelsteine sind in ihren Heilwirkungen kurz und sehr klar beschrieben und jeweils farbig abgebildet. Auch hier konzentriert sich die Autorin auf weniges, aber wichtiges und nur selbsterprobtes. Und gerade so was das Laden angeht und sowas, da bin ich echt so im Hintertreffen. Das ist einfach, ja. Ich habe übrigens keine Mokis drin gefunden. Sie hat zwar einmal kurz Mokis angesprochen, aber keine extra Seiten über Mokis. Die Boji-Steine, die so ein bisschen kleiner sind, die hat sie angesprochen, aber die Mokis nicht. Ja. Also das kann ich jetzt erstmal nur empfehlen. Ich habe bis jetzt nur ein bisschen durchgeblättert, aber was man hier so sieht, diese ganzen unter die 7 Hauptchakren und sowas, da geht es dann auch drum und meine Steinzeitzuordnung, ach was weiß ich, der Schlüssel zum Stein, was ist an den Steinen so faszinierend, die Farbe, was ist Farbe? So bewahren sie ihre Steine auf und pflegen sie und sowas alles. Dann Steine, die nur ins Mondlicht, nicht Neumond gehören, am besten von 22 bis 24 Uhr. So programmieren sie ihren Stein, das Reinigungsritual. Also ganz, ganz große Klasse. So, das war's. Ich hab's. Auch ein kleiner Haul ist wieder mal videofüllend. Leider quatsche ich ja sehr viel rundherum, aber ich habe auch viele Sachen angesprochen. Ich werbe nochmal für unsere gesammelten Videos, die Betty hochladen wird. Wie gesagt, ich bin gerade am Ackern hier mit dem Friseur-Video. Wobei das ja jetzt dann wahrscheinlich schon hochgeladen ist und jetzt ja erst das hier kommt und ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Sonne scheint heute nicht so doll. Ich sehe heute ein bisschen anders aus als sonst. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich über eure Kommentare. Fummel, fummel, fummel. Ohne Steinchen. Steinchen ist runtergefallen. So, bin mal sehr gespannt, wie dieses für mich jetzt sehr übertrieben wirkende Make-up im über den Bildschirm rüberkommt und dann sehen wir mal weiter. Alles Liebe ihr da draußen und meldet euch. Freue mich. Tschüss.